Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind am Geisterflughafen, habe ich das Gefühl. Ja, es ist ja auch morgens 10 nach 7, muss man sagen. Und hier ist noch nicht so viel los. Aber wir fliegen heute mit Singapore Airlines erstmal nach Singapur. Genau. Mit der 737-800 war das, ne? Ich glaube, es ist sogar eine 900er. Also was ganz anderes. Egal. Oder auch eine. Das ist eine gute Frage, aber das klären wir gleich auf. Ja. In Business Class und das glaube ich nur 1,5 Stunden lang nach Singapur. Ja, ist nicht lang der Flug. Gucken wir mal, was hier auf Phuket im Flughafen offen hat, wie das funktioniert. Und wir fliegen ja in die USA, wie lange es dauert, bis wir eingecheckt sind. Mhm, viel Spaß. Schmerzt es so ein bisschen. Wir sind die Einzigen hier, bis auf die Mitarbeiter. Ja, sind die Einzigen hier, aber hier ist das Singapore Airlines Schalter, aber er ist noch zu. Mein Lounge-Frühstück. Das ist meine Private Lounge hier. Genau, Private Lounge. Wir sind uns ziemlich sicher, oder ich, dass hier keine Lounge offen haben wird, weil es sind ja kaum Flüge. Die beginnen jetzt gerade erst wieder, aber Domestic Flight. Also Singapore Airlines ist mit Emirates, glaube ich, der Einzige, der hier gerade abfliegt. Aber das wirklich zuverlässig regeln wir hier zweimal am Tag. Es ging erstaunlicherweise richtig schnell und einfach. Man hat immer so ein bisschen Sorge aktuell, aber jetzt sind wir drin, Bodykarten und es gibt sogar eine offene Lounge. Begeistert. Guckt euch das an. Tatsächlich ist eine Lounge offen. Das hätte ich niemals gedacht. Die Coral Lounge, da gehen wir erstmal jetzt hin. Am Gate 10. Aber ansonsten ist hier alles zu. Wirklich jedes Geschäft ist zu. Ach, das doch ist nicht richtig. Da, schau mal. Hinter alles euch. Offen. Alles offen. Jetzt kommt, zeigt doch mal, dass alles offen. Ja, übrigens ist die 737-800 noch nicht da von Singapore Airlines. Wir haben also jetzt noch 2 Stunden Zeit ungefähr. Oder sogar vielleicht sogar 2,5. Aber man muss ja viel Zeit einplanen, ne? Das ist ja ganz wichtig aktuell. Hätte ja viel, viel länger dauern können, aber ging dann doch ohne Probleme. Ist ja eigentlich ein US-Flug und da planen wir lieber immer ein bisschen mehr Zeit ein. Das heißt es ja auch, wer aktuell in die USA fliegt, wenn es möglich ist, sollte mehr Zeit einplanen. Das haben wir jetzt eigentlich gemacht, deswegen sind wir sehr früh aufgestanden und waren um 7 auch schon zu früh am Airport. Und ja, ging aber wesentlich schneller als nach Thailand. Thailand haben wir eine ganze Stunde gebraucht beim Check-in zum Prüfen der Dokumente. Ja, wieso nicht? Ein kleines Café ist das hier sozusagen, die Coral Lounge mit einem Buffet sogar. Boah, mit Singapur. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ganz hinten hast du Sessel. Das ist sie, also die 737-800, die uns heute nach Singapur fliegen wird, 1,5 Stunden Flugzeit. Und es ist eine ehemalige Silk Air. Früher hatte die Singapore Airlines ja gar keine 737 oder überhaupt Kurzstreckenflugzeuge, das war alles Silk Air. Das sind wie gesagt die alten Silk Air Maschinen, denn diese Airline gibt es nicht mehr. So, jetzt gehen wir langsam, gehen wir mal zum Boarding. Einmal Zeit. Das ist übrigens die
Wartehalle für die ankommenden Phuket-Besucher, die Sandbox-Besucher. Da haben wir ein Video drüber gemacht, wie das Ganze funktioniert, wie wir angekommen sind und was das ganze Projekt bedeutet, Sandbox. Ja, das ist die andere Seite, aber wir wollen ja das Land verlassen. Und Garten. Alle schon so ein bisschen skurril hier. 5 Leute werden jetzt in das Flugzeug steigen und ja, man hat die Ruhe weg, aber ist ja auch nicht kein Stress. Nicht viel los. Das ist die Economy Class. Eine 3-3 Bestuhlung. Und ja, also. Und die Business Class in einer 2-2 Bestuhlung. Und in 3 Reihen. Die Singapore Airlines hat ja nur Langstreckenflugzeuge und die 737-800, ehemalige Silk Air. Und deswegen kennt man sie vielleicht aus den Flügen mit der Airline. Sind wir mal geflogen? Auf die Malediven damals. Ja, aber Economy. Das lassen wir da hinten. Heute mal hier vorne. Okay, cool. Thank you. Das darf ich behalten, genau. Ein iPad und Kopfhörer. Genau. Also, weil es hier kein Entertainment-System gibt in der 737, bekommen wir ein iPad und Kopfhörer. Aber ehrlich gesagt brauche ich es gar nicht. Ich wollte es nur mal euch zeigen. Außerdem gab es noch eine Tüte, also das Care-Kit mit Maske, Desinfektionsmittel und feuchten Tüchern. So, gestartet war eine einfache, aber spektakulärer Start. Man kann ja die vielen verschiedenen Inseln hier Phuket und um Phuket herum sehen. Das ist toll, tolles Wetter heute. Aber kurze Erklärung des Sitzes. Ich habe also hier eine Ablagemöglichkeit, einen relativ großen Tisch. Aber den richtigen Tisch zum Essen habe ich hier rechts in der Armlehne versteckt. Das ist dann ausklappbar und er liegt hier auf. Das ist schon mal gut. Er kann also nicht durchdrücken. Ich kann ihn aber halbieren. Und aber nicht drehe. Das heißt, ich kann den Sitz nur verlassen, wenn ich den Tisch eingeklappt habe oder verstaut habe. Möchte ich mich ein bisschen entspannen, was Dominik gerade macht, habe ich hier 4 Knöpfe, die ich einfach nur ziehe und dann kann ich mich nach hinten bewegen. Das ist ein angewinkelter Sitz. Das gleiche kann ich auch für die Fußablage machen.
dann kommt die hoch und dann habe ich bei so einen Sitz. Und eine kleine Sache, auf meinem kleinen Tisch habe ich hier so ein Platz für Getränke zum Rausfahren. Aber das könnt ihr gerade nicht sehen, doch, aber ich blende es euch mal ein. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Schon von dem Sitz, dann kann ich hier die Kopfstütze noch hochfahren und ausklappen, links und rechts, dann habe ich es noch ein bisschen bequemer. Ja, ich fahre noch ein bisschen nach hinten. So. Ja, jetzt warten wir aufs Essen. Catering Service beginnt, glaube ich, relativ zügig. Wir haben nämlich noch 1,5 Stunden bis nach Singapur. Mal sehen, was es gibt zu Corona-Zeiten bei Singapore Airlines. The chicken rice. Oh, gleich 3 Möglichkeiten hier zur Auswahl. Das ist, bin überrascht. Also es gibt einmal Hühnchen mit Reis oder Reishühnchen. Singapore Reis hat es geheißen. Dann Nudeln mit Seafood und... Die Suppe. Das war eine Suppe. Ja. Ich hoffe, weil dann sonst hätte ich die Nudeln genommen. Ich glaube, das sind jetzt die Nudeln halt. Die Art bratene Nudeln. Oder Rindfleisch. Braised, also ich denke mal, das ist ein bisschen zerdrückt und weich gekocht mit, das habe ich jetzt vergessen. Mashed Potatoes. Mashed Potatoes, das habe ich ja genommen, das werden wir ja gleich sehen. Oh, das looks good. Thank you. Cheers. Cheers. Also, es ist tatsächlich Gulasch, wie in Deutschland auch, schmeckt wirklich gut. Und auch das Kartoffelkratin sieht einfach aus, aber hat wirklich einen sehr guten Geschmack. Generell das ganze Essen, muss ich sagen, für eine Kurzstrecke echt hervorragend. Der andere Gast, der mit uns in der Kabine ist, der hat geschlafen. Der hat so lange gewartet, bis er endlich aufgewacht ist. Hat immer durch die Vorhang geloopt und jetzt ist er aufgewacht und ist gleich hingesprungen, um zu fragen, was er essen und trinken möchte. Ja, das ist Singapore Airlines Service. Tada! Und wer freundlich fragt, der bekommt auch auf einem Kurzstreckenflug ein Amenity-Kit. Ich mache das jetzt nicht auf, das ist nämlich ganz verkleinere. Da ist jetzt eine Schlafmaske drin, Socken und 2 Cremes. Das merke ich schon so. Ja, mal cool. Ui, das ist aber sehr, sehr eng hier vorne in der 737-800, die Toilette. Machen wir das mal zu hier. Also, ist mir gar nicht gewohnt. So, es ist mit dem Abstand. Ich habe hier Seife und dann verschiedene Cremes, also eine Handcreme, ein Eau de Toilette und ein Face Mist, also zum Gesichtserfrischen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, also bis jetzt ein sehr, sehr toller Flug hier mit Singapore Airlines, eine Top-Crew, sehr, sehr freundlich. Wir haben sogar noch Amenity-Kits extra bekommen und was will man mehr? Und jetzt landen wir wahrscheinlich gleich in Singapur. Ich bin sehr gespannt, wie dort der Transit ablaufen wird, aber das wird ein anderes Video sein. Unser abschließendes Resümee, also unsere Meinung über diesen Flug dann auch später. Wir sind jetzt quasi auf dem Landeanflug auf den Changi Airport. Und eins habe ich noch gar nicht erzählt. Um mit Singapore Airlines über Singapur fliegen zu können, muss man eine Buchung haben. Also man darf den Transit nur verweilen, wenn man mit einer Buchung gleich direkt weiterfliegt. Also in Singapur ankommt und gleich weiterfliegt. Man kann also nicht 2 Buchungen machen und sagen, ich fliege jetzt mit Singapur nach Singapur und dann vielleicht mit ANA nach Tokio oder woanders hin. Das geht leider nicht. Und außerdem darf man sich auch in einem ausgewiesenen Wartebereich aufhalten. Das werden wir aber nachher sehen, also beziehungsweise im nächsten Video. Ja, außerdem habe ich noch nicht erzählt, warum wir jetzt fliegen. Wir wollten in die USA fliegen und ich habe diesen Flug mit American Express Rewards Points bezahlt. Besser gesagt, habe ich die Punkte in Krisflyer Meilen umgewandelt. Für einen Flug von Phuket über Singapur nach Los Angeles waren 98.000 Meilen bei Krisflyer nötig. Und das ist eigentlich gar nicht gut, weil Steuern und Gebühren waren so gut wie keine. Ich meine, das waren 40 Euro, waren nur die Punkte. Das heißt, gut investierte Punkte. Und ihr wisst ja, aktuell gibt es noch die besondere Aktion bei American Express, nämlich die 75.000 Willkommenspunkte plus unsere Tipps und Tricks habt ihr 84.000 Punkte nach dem Beantragen und Erreichen des Mindestumsatzes und habt damit eigentlich schon fast den Flug drin. Nur fast, ihr braucht noch ein paar mehr, aber diesen Flug
der ist ja auch nicht so ganz kurz. Wir fliegen nämlich 15 Stunden nachher nach Los Angeles. Ansonsten habt ihr andere Möglichkeiten, die Punkte einzusetzen, wie zum Beispiel die Qatar Airways Q-Suite oder andere Airlines, Swiss nach Dubai, Lufthansa oder auch türkische Airlines. Könnt ihr sogar hin und zurück fliegen in Business Class. Am besten drückt ihr mal auf das i, oben rechts in der Ecke. Dort werdet ihr alle Informationen über die aktuelle Aktion. Angekommen in Singapur. Und ich weiß wieder ganz genau, was ich mag an diesem Flughafen, dass überall alles mit Teppich ist. Ja, ja, ich sehe es schon. Lässt sich so schlecht rollen. Ja, wenn man keine anderen Probleme hat, dann hat man solche. Aber sie haben ja auch mir renoviert. Also es soll ja ein neues Terminal geben. Na, mal gucken, was uns erwartet. Jetzt kommt erst der Quick-PCR-Test davor. Genau. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Es war ein toller Flug, ja. Tolles Service, recht gutes Essen für eine kurze Strecke. Also es gibt nichts zu meckern. Ja. Ich sagen, einer der besten Kurzstreckenflüge bisher. Muss man so sagen, ja? In Corona-Zeiten. Okay, bis zum nächsten Video. Tschüss.